Oh, der verbrennt mir meine Mana und er hat einen Level 3 Champion in Aatrox. Der wird wahrscheinlich ziemlich rein smashen. Aber wenigstens ist er tot. Das heißt, ich bekomme nur 5 Schaden, wenn ich richtig bin. Ja, ist okay. Komm schon! Komm schon! Ich habe keinen Bock zu heulen, aber was sind das wieder für Picks? Fragezeichen. Der hat zwei Level 2er, kein Level 2er. Es gibt auch noch andere, die keine Level 2er haben. Das ist gut. Der hat einen Level 2er und 3 Items. Schon wieder einen von diesen Games, wo ich im Early einfach des Todes Leben verliere. Und das nur, das ist dann leider Glück, ne? Das ist dann leider Glück, ob ich jetzt die Sachen im Early vorgeschlagen bekomme oder nicht. Und ich kaufe ziemlich deftig ein. Tja, wer hätte es gedacht? Wir können die Wayne upgraden. Das ist schon mal etwas. Ich rolle. Fiora ist da. Oh, Mordekaiser ist da. Mordekaiser ist interessant, warte mal. Das ist definitiv eine super Runde gewesen. Eine sehr gute Runde. Die wird mich jetzt ein bisschen puffern. Jetzt noch einen schnellen Garen auf 2. Ich überlege über Shyvana die ganze Zeit. Zumindest schon mal im Early einmal aus dem Pot nehmen. I release them from their pain. Leute, ihr werdet es nicht glauben, Mary und ich haben uns gestern ein Auto gekauft. Wir haben jetzt ein Auto. Ich habe eine Frage an euch. Wie viel bezahlt ihr für eure Versicherung, wenn ihr ein Auto habt? Wie viel bezahlt ihr? Also Chat, jeder, der von euch ein Auto hat, einmal bitte schreiben, wie viel ihr im Monat bezahlt für die Versicherung. Oder im Jahr, wenn ihr den Wert eher habt. Einfach damit wir uns ein bisschen orientieren können, weil wir müssen uns jetzt auch eine Versicherung €68 Teilkasko monatlich. €76 paar zerquetschte. 550 halbes Jahr. 750 jährlich Vollkasko. Okay. Das sind schon mal sehr gute Beiträge von euch. Danke. Marco zahlt €600 im Jahr für Vollkasko. Das klingt doch sehr günstig. Bei welchem Anbieter bist du denn? Ich weiß, Supre, aber ich sollte eben auch hier fragen, was die Leute sagen. Deswegen frage ich ja. Mary und ich machen immer alles zusammen. Guckt euch mein Setup an. Der hat 3 Level 1er gewinnt trotzdem. Ich weiß nicht, was heute los ist. Als ob die Gegner alle mehr Schaden machen. Wobei die Gegner haben alle Items und ich habe keine Items. Das ist es wahrscheinlich. Noch eine Wayne, okay. I can take it. Eieiei. Ist okay. Ist okay. Ich wollte ursprünglich auf Sorcerer gehen. Das waren meine ersten 2 Picks. Lulu Kassadin. Ich habe nicht einmal... Ob ich einen Zauberer vorgeschlagen bekommen.
was für ein Auto wir uns gegönnt haben. Ein Renault Megane. Für Mercedes reicht leider das Geld nicht. Old Car. Aber eine Mercedes-Klasse wäre schon geil gewesen. Immer noch keinen Zauberer vorgeschlagen bekommen, krass. Ich tue es. Ich habe keine Lust, dieses Spiel so viel zu zögern. Auch wenn der Ranger-Bonus kurz wegfällt, müssen wir es so machen. Noble und Knight. Die Wayne wird so genug Damage haben, auch ohne Ranger-Bonus. Der Lucian wird auch raushauen, auf jeden Fall. Der hat bereits vier Ganzlinge und eine Shyvana. Ganz seltsam. Hat auch alle seine Items irgendwie schon verschmissen. Eigentlich haben wir die bessere bekommen, aber ich mag mich noch nicht zu früh freuen. Ne, okay, wir haben die bessere Comp. Ja, dann nehme ich eben keine Jordels mehr. Ist okay. Das Spiel das so möchte. Ich könnte auch den Ranger-Bonus wieder mit reinnehmen, aber das mache ich erst, wenn ich Varus auf 2 bekomme. Fiora lasse ich, weil ich habe jetzt schon 4 Nobel auf Level. Ich habe 4 Nobels auf 2! Wait, da kann sich noch was entwickeln. Wenn wir das gewinnen, kann ich noch Poppy kaufen. Und ich glaube, wir gewinnen das so. Vielen Dank erstmal an eure Kommentare. Ich habe auch schon gelesen, Check24, und das kommt da drauf an, wo man einsteigt, mit wie viel Prozenten und so weiter. Das ist mir alles bewusst. Ich wollte auch erstmal nur wissen, wie viel ihr so zahlt. Und das war schon mal sehr, sehr hilfreich von euch. Dankeschön. Bastirios fragt, ob Demon Sorcerer gut sind. Das ist momentan die absolute Stammmeta. Demon, Sorcerer und Yordles. Das ist momentan das Nonplusultra. Das soll die beste Comp sein. Ich mache gleich noch ein Level up, glaube ich, in 2 Runden und setze Poppy rein. So ein 4er Knight-Bonus macht schon sau tanky. Nobelbuff auf Mordekaiser finde ich gut. Solange es auf einem der 3 Tanks ist, ist es gut. Meine Wayne wird ja immer schneller, je länger das Spiel dauert. Da hilft ihm auch sein Ranger-Bonus nicht. Sehr gut. Jetzt kommt der nächste Kreis. Wir könnten. Oh, wenn hier jetzt ein. Oh, Seju. Ich darf nicht als Erster raus. Feels bad. Leona würde ich auch nehmen für Nobel. Seju oder Leona? Seju wäre mein Ritter, Leona wäre mein Nobel. Oh, am liebsten wäre mir Seju, bin ich ganz ehrlich.
Oh yeah. Vor allem jetzt habe ich meine vier Ritter drinne, ohne dass ich ein Level-Up machen muss. Sehr geil. Mike, wenn du einen Urlaub buchst, wann buchst du immer? Früher mit der Clique, als ich so im 18 Jahre, 19, 20 Jahresalter war, haben wir meistens so im Februar rum gebucht. Jetzt machen Mary und ich uns das mehr spontan, weil wir sonst nicht so gut kalkulieren können. Oh mein Gott, eine Wayne. Das ist dann nur noch, fehlt mir noch eine. Jetzt habe ich erstmal vier Knights. Schmeckt. Tatanka, Jotanka, mag keine Prolls auf der Straße. So viel habe ich festgestellt. Fight Tarik, TTV, danke fürs Followen. Schön, dass du da bist, Dankeschön. Guckt euch an, wie tanky meine Ritter sind. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Na, der Draven lebt noch, wird jetzt angegangen von meiner Wayne. Chill. Wir chillen. Verkaufen eine Ashe für einen Varus, glaube ich. Oder nee, Ashe ist super mit Sejo statt dem hier. Aber was mit Noble? Ich überlege ja immer noch auf Noble zu gehen. Ich könnte vorerst Poppy verkaufen. Ich könnte vorerst Poppy verkaufen. Ich kann mich nur nicht entscheiden, ob es jetzt ein Noble Game wird oder nicht. Eigentlich sind sechs Nobles nicht mal so stark, ganz ehrlich. Außerdem brauche ich noch Kaylee und wer weiß, wie lange es dauert, bis ich Kaylee habe. Deswegen bin ich ganz dreist und verkaufe Fiora. Ich lache, wenn ich jetzt Kaylee vorgeschlagen bekomme. Nächste Runde bin ich eh Level up. Die Wölfe springen alle auf meine Sejus, aber okay, der Rest wird's auch so packen. Was sehe ich auf Sejus für ein Item? Vielleicht ein Giants Belt für eine Redemption. Oder ich kaufe einen Xerath, damit die relativ schnell ultiert. Mal gucken. Nexus IV. Wenn das gewünscht ist, gerne, ja, warum nicht? Und Yellow, let's go! Er ist wieder am Start. Goofy King, hi. Mr. Frequus. Ist das ein Big mit 657, was? Ein Bug? Ja, das ist, wenn du die Bank voll hast und dir etwas aus dem Kreis holst, dann wird das automatisch ins Feld gestellt. Wenn ich jetzt aber hier was verkaufe, ich werde jetzt zum Beispiel. Nein, jetzt bin ich Level up. Wayne Level 3 und Ashe. Jetzt braucht keiner mehr den Nobelbonus. Ist das geil. Hier ist auch mein Dingensbummens. Oder will ich das auf Morellus vielleicht? Nee. Eigentlich müssen wir jetzt die Ashe noch buffen. Vier Knights, zwei Glacial, zwei Ranger mit einer Level 3 Wayne. Das schmeckt. Das, wenn, also, wenn ich dieses Spiel richtig einschätze, dann würde ich ja behaupten, dass wir auf jeden Fall Top 4 kommen müssen. Auf jeden Fall. Auch wenn die komplett reingehauen hat hier, der Typ. Der Queer. Sagt einem, weil sein Cannon alle meine Leute gestunt hat, vier Stück. Varus Shen. Katharina, können wir sparen. Vielleicht an der Aufstellung nochmal gucken. Wechsel mal die Sides. Passt eigentlich ein bisschen besser sogar. Der Erstplatzierte hat Brawler? Vier Brawler, ja. Zweitplatzierte hat das, was ich gerade gesehen habe. Demon, Zauberer. Der will auf die Metacomp gehen. Zauberer, Demon und. Keine Ahnung. Nobel? Der hat noch Nobel, ja, genau.
Jetzt haben wir hier den Bestientyp. 4 Bestien unten gebuffter Wolibear, der einen 2er Brawler Bonus hat. Da bin ich mal gespannt. Erstmal eine wunderschöne Sejuani Ulti. Wenn die nicht Zeit schindet, dann weiß ich auch nicht. Wayne kümmert sich um das Bärchen. Sieht super aus. Obwohl er eine ziemlich solide Comp hatte, sieht es so bitter für ihn aus. Das ist ein gutes Zeichen für uns. Statics arbeitet so gut, deswegen habe ich verloren. Ich will meiner Ash im Übrigen gerne Statics geben. 50 Gold, da ist ein Ritter. Vielleicht gewinne ich ja. Jetzt überlege ich nur, was mit dem Lucian ist. Ich meine, wenn ich noch eine Kaylee reinbekomme, dann könnte ich über einen Level 3 Lucian oder so auch einen Nobelwurf noch mitnehmen. Ich lasse ihn erstmal. Wobei, nee, ich habe ja schon 2 Nobels. Brauche ich den Lucian noch? Eigentlich nicht, denn als nächstes kommt Phantom oder Imperium. Ah, ja. Eigentlich brauche ich den Lucian nicht mehr. Varus könnte ich noch gebrauchen, wenn ich jetzt auf 4 Ranger gehe zum Beispiel. Da würde mir noch Kindred fehlen und die brauche ich sowieso. Ey, dann würde ich jetzt gerne auf 4 Ranger gehen, das ist meine Comp. Knights und Ranger. Probieren wir es mal so rum. Zum Glück wurde sein Lucian mit eingefroren. Aber auch nur kurz. Ja, Ash. Freeze. Yes, let's go. Kerndaten von meinem neuen Auto. 10.000 gekostet. 116 PS. Im Durchschnitt 5,3 Liter pro 100 Kilometer. 35.000 Kilometer gefahren. Baujahr 2016. Shit, ich kann keinen Bogen mehr holen. Phantom, er lässt mir das Phantom. Der fährt sich mega cool. Außerdem brauchen wir ein Auto, wenn wir umziehen, für den Hund. Ich habe sehr viel Gold. Eine Runde halte ich auch noch ohne Buff aus. Ja, eine Runde halte ich noch ohne Buff aus. Ich sollte von den Zinsen leben. Was macht mir das? Oh, ein Sorcerer. Ist er ja sowieso schon. Der hat Ranger, Nobel. Ach, das ist der, gegen den ich letztens verloren habe, wo Statics World gemacht hat. Diesmal hat Sage noch geultiert. Und das schmeckt. Das ist schon mal ganz anders. Letztes Mal hat sein Cannon mich komplett rasiert. Auch dieses Mal steht sein Cannon verdammt eklig. Ich geb's zu. Aber dank meiner Seju-Ulti sieht das Game viel, viel besser aus. Yes. Dank der Seju-Ult. Ich brauch Seju auf 2. Oh. Kindred ist auch interessant. Ist sogar interessanter, weil es ein Ranger ist. Schön in die Mitte setzen. Vielleicht noch die drei tauschen. Die kaufen. Katus kann ich verkaufen. Ich will auf Kindred bleiben. Ab nächster Runde wird wunderschön gerollt. Wobei, wie gesagt, noch ein Platz wäre ein vierter Ranger. Vielleicht sollte ich den erstmal angehen. Mein Varus wartet schon auf 2. Wenn ich Ash zum Dämon mache, hätte ich sogar 2 Range Demons. Das könnte witzig sein. Das könnte echt verdammt witzig sein. Schade, der Ranger wurde nicht geschrinkt. Das schafft Garen nicht, glaube ich. Ranger ist zu dick. Interessanter Bild, finde ich, vom Ranger. Aber passt. Das passt. Ich überlege echt, Ash zum Dämon zu machen, weil mit Varus habe ich 2 Dämonen. Nen.
Demons. Aber andererseits, wenn ich noch eine Spatula bekomme, ist es noch leichter, noch mehr Boni reinzubringen. Oder wenn ich jetzt noch einen extra Platz bekomme, hau ich Varus, kaufe ich mir rein, dann hole ich einen Swain. Swain ist ein zweiter Demon und ein zweiter Imperial. Oh, das wäre auch ziemlich nett. Vier Ranger, vier Knights, zwei Imperials, zwei Phantomen-Boni. Mal gucken, was wir bekommen. Da ist schon mal eine Träne. Das war's. Oh yeah. Das war's. Dann überlege ich fast wirklich, eher Stänge zu geben. Wen kaufe ich lieber, Varus oder Ashe? Ashe ist fast wahrscheinlicher auf 3 zu bekommen bei der Stage. Oh, wer ist das denn hier? Ein neuer Typ, der mit Miss Fortune arbeitet. Ich bräuchte echt dringend noch eine Sejuani. So, was mache ich mit meinen Items? Das ist ein Problem. Naja, noch kann ich warten. Ich spare auf 40 Gold. Ich bin Level 8. Ich habe jetzt 4 Ranger noch drin. Jetzt bin ich gespannt, wie die Combo abgeht. Level 3 Wayne. Schmeckt auch. Ich würde der Wayne sogar gerne noch ein PD geben. Nö, ich wurde komplett gerippt. Ich wurde einfach komplett gerippt. Heftig. Gruselig, gruselig. Eieiei. Seitenwechsel. Da ich. Ich warte noch bis zum Kreis, bevor ich Ashe zum Dämon mache. Yes! Phantombonus auf seiner Morgana, die vorne steht. Aber krass, wie viele jetzt den Spark bauen. Ich merke echt, wie eklig der sein kann. Yes, Kindred Ultit ist auch wichtig gewesen. Erik, Servus, Nico, Servus. Easy High. Kein Swain. Ich muss dem Typen die Miss Fortune wegnehmen. Wenn der Miss Fortune auf 2 bekommt, ey, wird's kritisch. Außerdem kann ich die Spatula jetzt verwenden. Frage ist, was will ich reintun? Noble Imperial Demons wären erstmal für Buffs gut. Ich könnte mir auch immer noch 6 Knights vorstellen. Da brauche ich mal eine Kaylee für. I was forged by winter. Man könnte auch eine extra Miss Fortune reinstellen. Oder einfach erstmal den Garen und gucken, bis ich Poppy habe. Bis ich Miss Fortune auf 2 habe.
ich jetzt noch einmal verliere, rolle ich mein ganzes Geld weg. Mir fehlt so sehr ein Statix, ich kann es echt nicht glauben. Lol. Ice Cube, den habe ich aber zerschmettert, du. Das war der Erstplatzierte. Alle relativ low. Ich rolle doch jetzt schon, glaube ich. Kein Grund mehr zu warten. Oh shit. Da ist der Swain. Jetzt habe ich Dämonen und Imperial noch reingesteckt. Da ist die Poppy. Oh, Assassine. Die sind zum Glück noch relativ human, sage ich jetzt mal. Meine Backline gesprungen. Yes. Ich hoffe, er ist raus, der Typ, mit seinem Ringer. Ja. Dann waren es nur noch 4. Markus Teddy dafür den Sub. Ehre. Oh, der hat einen Rageblade für mich. Ash, nein, wir gehen weiter. Lulu, Shivana. Ash, Ash, Double Ash. Jetzt kann ich auch auf jeden Fall die MF verkaufen. Jetzt brauche ich die nicht mehr. Nehme ich sogar die Double Ash mit. Es würde mir echt nur noch Kaylee fehlen für 6 Ritter. Komm, Kindred, klapp dich aus! Ist der immer übel, ey, ist der immer übel. Ich habe mein Ragepack gar nicht gegeben, sehe ich gerade. Als ob da die Kaylee kommt. Als ob da die Kaylee kommt, what? Geiler Scheiß, Alter. We got it. We got it. Aber reicht's mit den 6 Rittern. Ob denn mal sehen. 6 Knights, 4 Ranger, 2 Glacials, 3 Nobles. Maximale XP. Aber seine Miss Fortune, hat ziemlich viel durch. Nice. Ice Cube ist wieder besiegt. Was ist bei den anderen beiden? Die leben noch. Traven, aber kein Platz mehr. Ich behalte jetzt die 4 Ranger. Würde ich sogar gerne noch verbessern. Hier ist eine Ash. Da ist die Kindred, sehr gut. Es fehlt mir nur Kaylee noch auf 2. Mordekaiser und Garen sind und Ash sind beide gleich weit. Okay. Keiner hat einen Blitzschrank oder sowas.
Das ist eine ziemlich dicke Comp. Wenn wir das gewinnen. Aua, sein Cannon rechts. Sein Assassin-Cannon. Steht noch relativ solo. Wenn er da hinten ultiert, wäre ich sogar zufrieden. Oh, meine Wayne hat's erwischt. Gute Kindred-Ult. Yes. Und ich habe ihn rausgehauen. Feels good. Da sind noch drei Leute am Leben. Mit ganz, ganz, ganz wenig Leben. Habe ich noch irgendwelche Gegenstände? Ich habe noch einen großen Stab. Lass mich überlegen. Ich könnte Morellos draus machen. Ich könnte Locket draus machen. Und ein Rage Blade. Ich glaube, ich nehme das Locket. Nee, es gibt keine Stoffrüstung und kein Bogen. Oh, shit. Ein Giants Belt würde es geben. Dann nehmen wir den Giants Belt. Die haben beide einen Bogen erhascht. Die Glücklichen. Wer kriegt Morellos? Das ist jetzt die Frage. Oh, Level 3 Garen mit Morellos wäre schon krank, aber den kriegen wir nicht so weit. Aurelion, Aurelion. Drei Aurelions! In einem Run! Noch einer. Da ist noch eine Ashe. Morellos, Poppy trifft zwei, Sejuani trifft relativ viele. Varus trifft auch einige, aber ich gebe Seju. Ich gebe Seju das Morellos. It's okay. Wir müssen gegen den Drittplatzierten ran. Seju ultiert. Trifft beide starken Carries. Mit Morellos auch jetzt. Das müsste lang. Ja. Nächst das raus, let's go! 1v1. Miss Fortune wird uns hier vorgeschlagen. Okay, ich verkaufe die Swains. Selbst wenn ich ihn auf 2 bekomme, nehme ich den nicht. Ich will jetzt vielleicht einen Ashe oder Garen oder so. Katus. Poppy. Mordekaiser. Poppy. Varus, Mordekaiser. Wieder Poppy, aber kein. Ein letzter Mordekaiser wäre noch witzig gewesen. Wir können noch mal einmal gucken. Schade. Das finale Match gegen. Was hat denn der überhaupt? Der hat so drei Zauberer von allem etwas. Meine Seju. Oh, das war meine Seju-Ult. Seine Miss Fortune-Ult. Seine Miss Fortune-Ult. Kindred muss sich ausklappen. Kindred klappt sich aus, aber es wird nicht lang, weil die eingefroren sind. Winner, Winner, Chicken Dinner. Level 2 Miss Fortune hat uns den Gar ausgemacht. Ich würde sagen, es war trotzdem ein wunderschönes Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde es auch gerne auf YouTube hochladen. Das sieht man nicht alle Tage. Vier Ranger, sechs Ritter und Phantom. Wir hatten ziemlich viel Stuff. Wir sind aufgestiegen auf Platin 2, wieder zurück mit dem Game. Sehr gut. Das läuft. Daumen nach oben, Abonnement da lassen. Danke für eure Zeit. Haut rein. Macht's gut.